Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Folge Reaction zusammen mit meinem Baby. Guten Tag. Guten Tag, mein Kleiner. Ich bin kein Baby. Doch, aber ein Dickerchen. Nein. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, kommt auch gerne in meinen Discord-Server. Da findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und ja. Und ja, solche Linktree könnt ihr gerne draufdrücken. Ja, ist alles verlinkt. Ist eigentlich selbsterklärend. Naja, damit hier würde ich jetzt anfangen. Micha zerstört Vaters Fernseher. Flashy Sun Shorts. Micha zerstört Vaters Fernseher. Und der Let's Mann, Go. das kann doch nicht. Hey, warte. Meine Fresse. Vorführeffekt. Mann, das kann doch nicht Ja. sein. Ups. Ups. Micha. Was soll denn der Scheiß? Der hat mich aufgeregt. Tut mir. Ach, immer solche Leute, die Ausreden haben, gell? Ja, Warum ist bei was dir bin das? ich was? Tut mir leid. Ach, jetzt doch. Mann, jetzt kann ich losgehen, einen neuen kaufen. Na endlich, ein größerer Fernseher, oder? Ja. Na siehst du. Also da. Du war doch eigentlich ganz gut. Du war doch eigentlich. Also da hat mich eigentlich schon alles richtig gemacht, ganz zerstört. Habe ich mit Absicht. Ja, und das macht man ja eigentlich auch nicht. Patsch. Fernseher kostet auch viel Geld. Ja. 5 bis 7 Millionen. So viel kosten die aber nicht, glaube ich. Na doch. Naja, wir machen weiter, Freunde. Eigentlich Oh, könnt das gleich wegficken. ganz gut, dass ich ihn kaputt gemacht habe, oder? Ja, aber sag das nicht, Mama. Mach ich nicht. Hä, warte mal kurz. Na dann auf, komm. Was denn? Geil! Mensch! Oder? Haben wir die gleichen? Na, nee. Warte, ich spule mal ein bisschen kurz zurück. Was haben wir? Oh, dass wir beide gleichzeitig wieder loslegen. Wenn ich Leertaste drücke, macht er ja nicht weiter. Sag das nicht, Mama. Ach Mach ich so. nicht. Na dann auf, komm. Geil! Moin, ich brauche eine neue Glotze. Klotze. Moin, was brauchen Sie? Einen neuen Fernseher! Okay, welche Größe darf es denn sein? Das Größte, Eine was Sie da Glotze. Ja. haben! Puh, das Größte hat auch seinen Preis. Hat 3000 Euro. So teuer kann es nicht sein. Wie viel kostet der? Das sag ich doch. 3.999 Euro. Das ist für Was? 4000. Locker easy. Ist doch billig. Mama reißt uns den Kopf ab. Stell dir mal vor, du siehst alle Gegner mega scharf. Ja, stellen Sie sich mal vor. Ach, du willst uns nur deinen Scheiß verkaufen. Mehr nicht. Wir haben da noch einen im Angebot. Und welchen? Samsung 55 Zoll Ultra HD für 650 Euro. Na, das hört sich doch schon viel besser an. Den nehmen wir. Was? Oh Mann. Oh Mann, das Mann. gibt's doch nicht! Klatsch! Scheiße! Da ist ein bisschen Controller in deinem Fernseher. Der Controller ist noch ganz. Aber jetzt darf ich schon wieder einen neuen Fernseher Oh kaufen. Mann. Dann diesmal den größeren und richtigen. Nein, auf, komm. Moin, ich will die Glotze umtauschen. Was ist denn damit passiert? Hat meinen Controller geküsst. Umtauschen geht Küssen. da nicht mehr. Dann will ich den gleichen. Okay, aber das Angebot ist vorbei. Wie viel? 800 Euro. Scheiße. Naja, egal. Nehme ich. Komm, Micha. Nur noch ein kleines Stück. Der ist aber mega schwer. Auf, Micha. Komm schon. Was machst du denn? Sorry, Klatsch. ich hab doch gesagt, der ist schwer. Er ist rausgefallen und kaputt. Den haben wir doch gerade erst gekauft, Mann. Was ist hier denn los? Vater hat den Fernseher geschrottet. Was? Ja, und jetzt haben wir einen neuen gekauft und der ist mir runtergefallen. Und der ist jetzt auch kaputt. Ja. Was? Jetzt reicht's mir. Es wird kein Fernseher mehr gekauft. Vater und Micha kaufen sich heimlich einen neuen Fernseher. Boah, kein Fernseher mehr. Langweilig, oder? Freunde, das wird. Warum ist bei dir das Spiel schwarz? Ich dann hier, warum? Freunde, sowas macht man auch nicht hier. Einfach heimlich Fernseher kaufen. Ja. Wenn das die Mutti entfernt. Oder hier. Mein Vater, ihre Frau. Da geht es dann eine zur Klatsche. Klatsch. Ja, der hält ja Bomben fest. Klatsch. Naja, ich wollte nicht. Wir machen weiter, meine lieben Freunde. Ja, da sagst du was. Mama will keinen Fernseher, wir aber schon. 2 gegen 1. Du hast recht. Komm, wir kaufen einen neuen. Jammern!
Moin. Lassen Sie mich raten, Sie brauchen einen neuen Fernseher? Ja, woher wissen Sie das? Ach, war nur geraten. Wollen Sie gleich zwei? Nee, einer reicht. Da hoffen wir es mal. So, Micha, ganz langsam. Ja, alles gut. Nur noch ein Stück, dann sind wir am Auto. Können wir doch kurz absitzen? Nein, komm schon, die paar Meter. Ich kann aber nicht mehr. Das schaffst du. Mann, was machst du denn? Alles nur deine Schuld. Ich glaub's nicht. Tut mir leid, wirklich. Was wird das denn hier? Hi. Ich sagte doch, keinen neuen Fernseher. Haben wir überhört? Ach ja? Dann überhöre ich das auch jetzt. Au! Puh, Klatsch! Jetzt kommt der Gurt wieder am Start. Warum und schwarzes Bild. Muss ich das verstehen? Richtig langweilig ohne Fernseher. Mir auch. Lassen wir uns doch einfach einen liefern. Das ist die beste Idee, von der ich jemals gehört habe. Danke. Moin. Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich liefern sollte. Ja, ja, die Treppe hoch und dann links. Nee, wir liefern nur bis zur Haustür. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Doch, doch. Micha. Ja? Komm, wir tragen ihn hoch. Aber die... Machen's nicht. Auf, aber komm. Die... So, los. Ganz langsam runter. Siehst du, hat doch geklappt. Ja, erstaunlich gut. Jetzt nur noch aufhängen. Was ist denn hier los? Alles gut, ich habe einen gekauft und der hängt bombenfest. Ich sagte doch keinen neuen Fernseher. Tja, und ich sag aber, ich will einen. So, jetzt reicht's. Es gibt keinen neuen mehr. Vater, ich habe die perfekte Idee. Und die wäre? Unsere Nachbarn, die haben doch den gleichen Fernseher wie wir. Nein, du willst doch nicht. Doch, unseren kaputten mit ihrem austauschen. Ich weiß ja nicht. Jetzt mach dir nicht einen Zimt, ich habe sogar ihren Schlüssel. Naja, okay, komm. Siehst du? Fällt doch gar nicht auf. Nee, überhaupt nicht. Ja, sag ich doch. Auf, komm, wir tragen ihn rüber. Puh, geschafft. Er hängt. Na dann lass zocken. Nein, der Fernseher ist auf meine Playstation gefallen. Oh. Sie ist kaputt. Wenigstens. Der meint aber die Playstation. Nee, warte. Warte. Was hat er gesagt? Fernseher ist auf die Playstation gefallen. Da wird der Fernseher auch eigentlich kaputt gehen. Ja, wir sind nicht, wie er gefallen ist, das sieht man ja nicht. Nee, leider. Ich habe heute Blähungen. Na Freunde, wir machen aber jetzt wieder weiter. Meistens ist der Fernseher noch ganz. Dann lass. Also hat der Fernseher die Playstation geküsst. Ja. Uns eine neue kaufen. Mama hat nichts von der Playstation gesagt. Das stimmt. Dann kaufe ich mir jetzt eine neue. Ja, Mann. Moin. Hi, hier steht schon mal Ihr neuer Fernseher. Ich brauche keinen neuen. Nicht? Nein, ich brauche eine Playstation 5. Ach so. Oh Mann, nur Geld ausgeben. Schon wieder, gell? Die haben schon wie viel Euro ausgegeben? 6er, 9er? 1.300, 400 und was? Oder 500? Ja. Ja, wenn wir mitzählen, ja. Danke, lieben Zuschauer. Tschüss. So, jetzt kann ich endlich zocken. Mann, ich mach auf. Hi. Moin. Unser Fernseher ist kaputt und jetzt kann ich nicht mehr zocken. Oh, wie ist das denn passiert? Unsere Stehlampe ist umgefallen und hat unseren Fernseher voll erwischt. Oh, dumm gelaufen. Ja, komisch. Wie kann eine Stehlampe einfach so umfallen? Keine Ahnung. Micha, hast du noch unseren Schlüssel? Ja, hier, den habe ich ganz vergessen. Und ihr wisst wirklich nichts davon? Nein. Wo habt ihr den jetzt schon wieder her? Keine Ahnung, der hing einfach da. Hä? Das ist gefühlt der 8. Fernseher. Ist das unser... Also warte, also ein Fernseher, 300 Euro. Dann haben wir mal 400 Euro. Gell? Ja. Warte. Das ist aber noch billig. Ja, warte. 300, gell? Ich glaube, mal 8 muss ich rechnen. Weißt du, wie viel Euro das sind? Nee, mal 7 muss ich machen. Weißt du, warum? Nee. Der 8. ist ja gestohlen. Und 7 haben sie ja gekauft. Ja. 300 Euro mal 700, weißt du, wie viel Euro das sind? Nee. 2.100. Und dann nochmal mal... Nee, warte, muss ich jetzt mal oder plus... Wegen die Playstation? Plus. Dann kein Mathe Plus. Die wahrscheinlich nochmal, die kostet auch nochmal mindestens 800. Ja. Eine. Die sind auch nicht ganz billig, die Dinger. Ja, machen wir 800. Das sind 2.900 Euro. Ja, moin.
Kann ich gleich einen PC kaufen von. Ja. Ja, kann ich gleich meinen PC komplett upgraden. Hätte ich mal, hätte man, glaube ich, mehr davon. Ja. Fernseher? Ja, okay, wir haben ihn genommen. Was? Wir haben ihn doch nicht geklaut. Jetzt beruhig dich mal. Das gibt's nicht. Ich nehme den jetzt wieder mit. Ach komm, jetzt lass mich noch ein paar Runden spielen. Ihr seid Diebe. Nein, bin ich nicht. Doch. Doch. Nein. Doch. Haltet alle mal die Fresse. Ich hätte eine Idee. Wie wär's, wenn ihr euch ausleiht? Na, ich weiß nicht. Komm schon, bitte, die Nerven. Komm schon, darfst auch mal mit der PlayStation 5 spielen. Na gut, mit der PlayStation 5 wollte ich schon immer mal spielen. Sehr schön, Ende gut, alles gut. Her mit dem Controller. Wow, das ist ja viel geiler als auf der Switch. Bitte pass auf den Controller auf. Ja, ja, einfach geil. Jetzt reiß dich mal zusammen, du hast fast gewonnen. Ja, ja. Ha, gewonnen! Nein. Ups. Oh, ups. Mann. Sie ups. Ist schon wieder kaputt. Aber der Fernseher ist noch ganz. Nicht witzig. Tut mir wirklich leid. Jetzt dürfen wir schon wieder eine neue kaufen. Komm, Micha. Na, was brauchen Sie? Einen Fernseher, eine PlayStation? Wir haben alles da. Eine PlayStation 5. Habe ich hier. Na gut, ich zahle mit Karte. Geht nicht. Dann versuchen wir es nochmal. Immer noch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Du hast doch immer Geld. Was? Ich bin 8000 Euro im Minus. Tja, dann gibt's leider keine PlayStation. Ups. Komm, Micha, wir gehen. Tüdelü. Das kann doch nicht sein. Na, was geht? Woher hast du das Auto? Tja, ihr kauft euch Fernseher, ich mir ein neues Auto. Viel Spaß beim Laufen. Das gibt's doch nicht. Vater braucht eine neue PlayStation 5. Mann, jetzt habe ich keine Konsole mehr. Hoi. Hi, was geht ab? Nicht viel, bei dir? Hab mir jetzt die PlayStation 5 gekauft. Ja, voll die geile Grafik. Du hast doch einen Gaming-PC. Na und? Oh Mann. Naja, ich gehe jetzt einkaufen. Ciao. Yes. Ciao. Ich hab eine Idee. Ha, keiner da. Da steht sie. Ah, was soll denn das? Was machst du denn hier? Sibylle meinte, ich darf die mir ausborgen. Ach so, ich gehe jetzt in die Shisha-Bar mit Mehmet. Na dann, viel Spaß. Danke. Dieser Hut. Endlich kann ich zocken. Vater hat Sibylles PlayStation geklaut. So, jetzt werden Noobs zerstört. Wo ist meine PlayStation? Ach, die hat sich Jochen ausgeliehen. Was? Er hat gesagt, du hast es ihm erlaubt. Was labert der Idiot? Den knüpfe ich mir erstmal vor. So eine Flasche. Verarsch mich nicht und mach auf! Nein! Mach jetzt auf! Ich höre sie einfach nicht und zock weiter. Du musst es mal nach vorne zeigen. Hey, kannst du mir aufmachen? Ja, okay. Na, du musst du hier machen. Hast du gedacht, ne? Moin. Au! Herr mit meiner PlayStation! Nein, ich brauch sie. Ich doch auch. Ich brauch sie aber mehr. Gib mir den Controller. Nein. Doch. Nein. Doch, gib ihn jetzt. Nein. Gib ihn jetzt. Ja. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Meine PlayStation. Mein Fernseher. Der gehört immer noch den Nachbarn. Ist der auch geklaut? Ich klau doch nicht. Ich hab's mir nur geliehen. Mahlzeit. Och nee, nicht schon wieder. Doch, Sibylle war's. Jetzt kannst du uns erstmal einen neuen Fernseher und eine neue Blade. Immer auf die anderen schieben, gell? Ja. Wie ich das bei dir immer mache. Na, vorgestern und gestern war ich nicht. Da warst du selber schuld. Wo du Ulla hattest. Gell? Ich weiß von nix. Ich hab das deine Mutter heute alles gezeigt. Nein. Ja, doch, sie war live dabei. Oh, das war schön, mit hier mit deiner Mutter zu reden. Das war so, ich guck. Fantastisch. PlayStation kaufen. Sehe ich aus, als wäre ich Geldscheißer? Du hast sie ja kaputt gemacht. Nein, habe ich nicht. Doch. Nein, haltet doch alle mal die Fresse. Sibylle, du hast doch eine Versicherung, oder? Danke. Ja, natürlich. Also, die Versicherung zahlt. Alles Paletti. Stimmt ja, die Versicherung. Geil! Hey Rüdiger, der will auch eine Glotze erstatten. Was? Ne, das kann er vergessen. Also ablehne. Ja, natürlich. Gut, abgelehnt. Was? Die haben alles abgelehnt. Ja gut, wie viel hast du angegeben? Alle natürlich. Alle. Die denken, du betrügst die. Ja, aber die sind ja alle kaputt.
Sag mir mal jemand, der gefühlt 8 Fernseher in 2 Wochen kaputt macht. Ja gut, da hast du auch wieder recht. Mann, was machen wir jetzt? Wie wär's, wenn wir Mamas Auto verkaufen? Und uns dann einen Fernseher kaufen. Und eine PlayStation 5. Ja, wir haben die Macht im Haus. Komm, Micha. Okidoki. Vater verkauft heimlich Mamas Auto. Moin. Hi, wie sieht's aus? Nehmen Sie ihn? Ich weiß nicht, ich bin immer noch am Überlegen. Sie müssen ihn nehmen. Bester Preis und brandneu. In der Online-Anzeige stand aber Beate Meister. Das ist meine Frau. Okay, dann nehme ich ihn. Ich überweise noch kurz das Geld. Perfekt, ist angekommen. Also dann, schönen Tag noch. Gleichfalls. Ja, Mann, jetzt habe ich 9000 Euro. Moin. Ach, ich dachte schon, ihr kommt gar nicht mehr. Wir hoffen mal, das war das letzte Mal. Wir brauchen einen neuen Fernseher und eine PlayStation 5. Haben Sie denn genug Geld? Natürlich. Schade. Geklappt, dann viel Spaß. Bing. Werden wir haben. Komm, Micha, nur noch ein Stück. Ja, ja, das sagst du jedes Mal. So, und jetzt langsam runterlassen. Aber Vater, sollte nicht jemand anderes den Fernseher an die Wand machen? Was meinst du damit? Na, damit er nicht mehr runterfällt. Ach, da passiert nichts. Okay, wenn du meinst. Wo ist mein Auto? Moin, hab ich verkauft. Was? Schon wieder für den Fernseher? Ja, wir haben hier das Sagen. Das glaubt ihr? Ja, natürlich. Ja, ich denk das auch. Und wer hat euch zwei zu den Bossen gemacht? Wir selber. Dann mal schauen, wie ihr klarkommt ohne mich. Ich gehe jetzt zur Sibylle. Ciao. Die kommt gleich wieder. Na, hoffen wir es mal. Ey, Vater, ich hab voll Hunger. Wann kommt Mama wieder? Keine Ahnung. Ich kann doch auch kochen. Du? Hör auf zu lachen. Ich koch uns jetzt was Gutes. Okay. Glaub mir, das wird gut schmecken. Mal schauen. Na, das kann nichts gut werden, gell? Ja. Oder was denkst du? Wetten, es brennt? Könnte sein. Dabei. Würstchen und Fleischkäse. Hm, da mache ich was Gutes. Naja, ich weiß nicht. So, Micha, das brät jetzt. Ich gehe kurz aufs Klo. Schlechte Idee. Sie können froh sein, dass es nur so eine kleine Flamme war. Ihr könnt jetzt wieder hoch. Danke. Was ist denn hier los? Vater wollte kochen. Na Gott sei Dank ist euch nichts passiert. Ich gehe jetzt meine Klamotten holen, dann bin ich wieder weg. Nein, bitte bleib. Nö. Oh Mann. Komm, Micha, wir bestellen. Okay, ja. Okay. Die können ja nicht mal kochen. Jochen, und die wollen... Wir könnten sie verarschen. Und wie? Was wollen sie? Aus dem Haus. Hab ich nicht verstanden. Den Fernseher mit. Gute Idee. Okay, 2-3 Handgriffe. Ja, so, wahrscheinlich. Das. Und jetzt warten wir. Vater, bei dem Laden hier gibt's PlayStation 5 Controller. Und das gratis. Na dann los. Komm rein, keiner da. Ha, dachte ich's mir doch. Mann ey, der hat uns ausgelacht. Das stand da aber als Werbung. Ja, ja. Was ist denn das? Nein. Jetzt hat man uns den Fernseher geklaut. Mann, hätten die nichts anderes klauen können? Na, dann können wir uns direkt wieder einen neuen kaufen. Oh Mann. Und runterlassen. Na hoffentlich war das der letzte Fernseher. Ja. So, Sibylle, ganz langsam. Mann, das Ding ist schwer. Was macht ihr denn da? Und runterlassen. Puh, das ist euer Fernseher. Hä? Tja, gab's doch keine Gratis-Controller. Das wart ihr. Na guten Morgen, herzendlich gecheckt. Was soll denn der Scheiß? Jetzt habe ich mir einen neuen gekauft. Oh, kein Problem, ich nehme ihn. Seid ihr echt verrückt geworden, oder? Naja, wir sind dann wieder weg. Oh Mann, jetzt muss ich rückwärts laufen. Das packst du schon, ganz langsam. Jetzt reicht's mir. Das gibt Rache. Rache? Ja, R-A-C-H-E. Ich weiß, wie man es schreibt, aber was für eine? Tja, wirst du schon sehen. Wie man dann weg? Siehst du Sibylles Auto? Ja. Ich hab den Zweitschlüssel. Woher? Ist doch egal, komm mit. Okidoki. So, schnell weg hier. Jalla. Was? Das sagt man, glaube ich, so. Dann jalla. So, ab zum Megis, ich hab Kohldampf. Was? Was? Mein Auto ist weg. Ja, klar. Doch, ich hab's hier geparkt. Oh Mann, hattest du's abgeschlossen? Ja, ich war mir sicher. Die werden sich so aufregen. Oh Mann, ich hab voll Hunger. Na dann ab zu Megis, oder? Ja, ab zu Megis. So, ich rufe jetzt die Bullen. Die Polizei, hallo. Mein Auto wurde geklaut. Okay, dann nehmen wir kurz die Daten auf. Alter, war das geil. Ja, komm, wir gehen. Vater, was macht der Typ da im Auto? Keine Ahnung. Entschuldigung, was wird das hier? Ist das Ihr Auto? Ja, Mann.
Super, ich bin Polizist, Sie sind festgenommen. Was? Das Auto gehört meiner Schwester. Ja klar. Doch, ist wirklich so. Ich glaub euch aber nicht, mitkommen. Oh Mann. Vater und Micha sitzen im Knast. Hi. Hallo, wir haben die Diebe. Wirklich, ich komme vorbei. Bis gleich. Was ist? Sie haben die Diebe. Oh, das ging aber schnell. Hier sind sie. Ach nein, Jochen und Micha. Ihr zwei? Moin. Mahlzeit. Hä? Lasst uns raus, wir wollten euch nur verarschen. Also es ist doch ihr Bruder. Ja, lass sie raus. Also Männer. Jetzt kann ich endlich meine Gun Game Map in Fortnite spielen. Endlich zu Hause, jetzt wird gezockt. Ja Mann, mach mal meine Gun Game Map an. Mapcode? 7396-2471-8915. So, und jetzt starten wir. Ja Mann. Nein, ich hab keinen Bock mehr. Ich glaube, wir werden sabotiert. Ja, das glaube ich auch. Da hängen Bomben fest. Aber wer ist es? Das werden wir noch herausfinden. Komm mit. Okidoki. Den hier nehmen wir, Micha. Jochen? Moin. Na, wieder am Fernseher kaufen? Nein, wir brauchen nur eine Fernbedienung. Ach ja? Ja. Na dann viel Spaß. Ich kaufe mir jetzt einen Beamer. Wow. Gute Idee. Finde ich auch. Ciao. Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? So, jetzt haben wir keinen Fernseher mehr, sondern einen Beamer. Naja, ich weiß nicht. Micha, glaub mir, das ist geiler als ein Fernseher. Wenn du meinst. Ja, hält Bomben fest. Klatsch. Bomben fest, ne? Warum hält denn die Scheiße nicht, Mann? Keine Ahnung. 10 Cent Kaffeetasse. Bei wem? Bei Mama. Niemals. Wir sagen ihr einfach, dass sie der Boss im Haus ist. Nein. Inoffiziell sind wir aber die Bosse, verstehst du? Also sollen wir lügen? Ja. Na, damit hast du ja Erfahrung. Ja, deshalb ja. Okay, dann gehst du zu Mama und sagst es ihr und ich kaufe einen neuen Fernseher. Okidoki, tüdelü. Mahlzeit. Micha, was willst du? Was willst du? Wer sagt, dass ich was will? Du willst doch immer was. Nein, gar nicht wahr. Doch, aber hallo. Ich schwör's euch, ich will nichts. Was treibt ihr so? Was macht ihr so? Ich lese gerade ein Buch. Ich mach gerade Noobs fertig. Oha, darf ich mitspielen? Du bist im Team Vater. Ja und? Aber ein Ründchen. Wenn du im Team Mama bist, dann ja. Ja, okay. Komm, Tante, wir spielen meine neue Racing-Map. Okay. Keiner knackt meine Bestzeit. Woher willst du das wissen? Weil keiner so gut ist wie ich. Und falls doch, dann schickt mir einen Screenshot über Instagram. Ha, deine Bestzeit knacke ich doch mit links. Werden wir ja sehen. Mit rechts. Bin wieder da. Und was hat sie gesagt? Ach so, sie überlegt sich's. Da bin ich mal gespannt. Mhm. Micha, willst du mit mir Eis essen gehen? Oha, ja Mann, bis gleich. Bis gleich. Vater, ich bin draußen. Warum, was machst du draußen? Fahrradfahren. Das hast du doch schon 2 Jahre nicht mehr gemacht. Tja, jetzt mach ich's eben. Na gut, viel Spaß. Tschüdelü. Micha, was willst du für ein Eis? Ein Erdbeerbecher. Gut, einmal ein Erdbeerbecher bitte. Komisch, der ist doch schon 2 Jahre nicht mehr Fahrrad gefahren. Nee, ich schau jetzt, wo der ist. Danke, Mama, war echt lecker. Für dich doch immer das Beste, mein Schatz. Geil. Ui. Na, wie war's Fahrradfahren? Sehr gut. Ach ja, ohne Fahrrad. Ich hab das vom Nachbarsjungen genommen. Ja, klar. Na gut, ich bin jetzt bei Mama im Team. Tut mir leid. Ah, so ist das. Du bekommst 10.000 V-Bucks, wenn du wieder zu mir ins Team kommst. Nehme ich auch. Ja, natürlich, sofort. Sehr gut. Komm, wir zocken ein paar Runden. Also einen halben Shop kaufen. Ja. Hi, Micha, willst du mit in den Holiday Park? Nein. Was? Warum nicht? Hab keine Lust, tüdelü. Was? Tüdelü. Micha? Da ist doch was faul. Was denn? Micha hat keine Lust auf den Holiday Park. Was? Micha? Das darf nicht sein. Mahlzeit? Micha, du bekommst von mir einen neuen Gaming-Bildschirm, wenn du zu mir zurück ins Team kommst. Was? Okay, sofort. Sehr gut, bis gleich. Scheiße, wie erkläre ich das jetzt Vater? Vater, ich gehe zu Andi. Na gut, viel Spaß. Danke, tüdelü. Ciao. Wow, das ging ja einfacher als gedacht. Tschüss. Langsam, Micha. Nur noch ein kleines Stück. Das schaffst du schon. Und jetzt langsam runterlassen. Puh, das ist aber jetzt der letzte. Ja, ja. Hab eine neue Halterung. Dieses Mal hält der Bomben fest. Bestimmt. Mama? Hey, bin nur kurz da. Moin. Na, wieder ein neuer Fernseher. Ja, und eine neue Halterung. Mama, bitte bleib hier. Ich weiß nicht. Komm schon, ich räume auch die Spülmaschine ein und aus, wenn du sagst. Wow,
Du? Ja, ich? Ja, und ich wasche ab und zu Wäsche. Wow, was ist denn mit euch zwei passiert? Nichts. Na gut, ich bleib. Ja, Mann, geil. Dafür häng ich jetzt den Fernseher an die Wand. Na gut, hier. Ja, das hält dann bombenfest. Siehst du, wackelt und hat Luft. Wow, Respekt. Oh. Ja, so wie zum Thema. Dieses Mal fällt der Fernseher nicht mehr runter, Micha. Ach ja? Wirklich? Ja, ich habe mir einen professionellen Fernsehaufhänger bestellt. Was? Ach, jemand, der professionell Fernseher aufhängt. Das gibt's? Ja, er muss jede Sekunde klingeln. Da ist er ja schon. Ich mach auf. Dieses Mal hängt der Fernseher bombenfest. Hi. Moin, der muss an die Wand. Jo, kein Problem. Und, wie schaut's aus? Bin schon fertig, einmal testen. Ah ja. Bisschen schief. Also bei mir ist er gerade. Egal, Hauptsache er hängt. Oh Mensch. Also Freunde, wenn es davon hat, lasst gerne ein Like. Und ein Abo da, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. 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 Tschüss.